Die aktuelle Pokémon Go Season endet bald und ich gehe hier mit euch noch alle Dinge durch, die ihr in den verbleibenden Tagen erledigen solltet. Wir fangen direkt an mit der Meisterballforschung. Die läuft sogar nur noch in etwa eine Woche. Nach dem Raid Day mit Mega Knackrack hat man vielleicht auch noch den einen oder anderen Raid hierfür erledigen können, dass man diese Aufgabe fertig hat. Fabelhafte Würfe werden nicht einfach trifft. Daran wird es vielleicht noch scheitern. Doch eventuell schafft man das noch. Ich bin durch und fertig damit. Habe einen Meisterball schon ausgegeben, nämlich für Galar Arktos. Aber auch nur, weil dann angekündigt war, jo, wir bekommen noch einen oder die Gelegenheit dafür. Und den aktuellen Meisterball, den möchte ich eigentlich aufheben. Sollte ich nämlich mal im Raid 100er bekommen, sieht man ja anhand der WP schon vorher. Und irgendwie verfehle ich alle Bälle oder es will einfach nicht drin bleiben. Ja, da hätte ich gerne einen auf der hohen Kante. Und wenn Niantic dann sagt, hey, in der nächsten Jahreszeit bekommt ihr eventuell noch einen, werde ich den aktuellen verwenden, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Vielleicht mit Galar Lavados. Habe ich neulich gesehen wieder, aber geflüchtet. So, dann haben wir noch eine besondere Spezialforschung, die man nur in der Season abholen kann. Reichlich Abenteuer nennt sich diese. Muss man nicht fertig machen, einfach nur abholen. Also einloggen, starten, fertig. Das werden bestimmt hier fast alle, die das Video hören, schon gemacht haben. Alle Boni aus Reichlich Abenteuer möchte ich hier auch einblenden. Sind nicht wirklich viele, waren nicht wirklich viele. Doch einer davon sticht besonders heraus, weil den Freundeslevel-Bonus hatten wir, glaube ich, noch nie. Bedeutet, bemüht euch vielleicht noch in den kommenden Tagen, schickt mehr Geschenke, öffnet mehr Geschenke, interagiert mit euren Freunden und macht dann noch ein Level up. Wann? Da würde sich der Voltilam Community Day Classic am 25. November anbieten. Geschenk schicken, Geschenk öffnen, direkt wenn es startet. Die herkömmlichen Feldforschungen aktualisiert Niantic nur noch einmal alle 3 Monate und das wird vermutlich wieder Anfang Dezember geschehen. Manche Feldforschungen, die bleiben immer gleich über Monate hinweg, doch so ein ordentlicher Teil, der wird dann wegfallen, da werden dann andere Pokémon drin sein oder was auch immer. Schlurp könnte ich mir vorstellen, wird verschwinden, Girafarig haben wir dann bestimmt nicht mehr. Genauso die Schnappschüsse von den jeweiligen Typen. Da haben wir dann bestimmt andere Typen und andere Pokémon-Belohnungen. 3 Rocket-Rüppel besiegen, bekommt eventuell eine andere Belohnung. All sowas könnte ich mir vorstellen. Ja, doch ich meine, wir hatten nun 3 Monate Zeit für diese Feldforschungen. Da benötigt ihr bestimmt kein Pokémon mehr so wirklich dringend. 3 Monate hatten wir auch für die Go-Kampfliga befristete Forschung. Die kann man nicht mehr kaufen, auch wenn sie gratis war, nur am Anfang der Season, irgendwie ein paar Wochen lang. Da gibt es 5 Seiten, auf jeder Seite muss man 100 Mal gewinnen, schafft man vielleicht noch, je nachdem wie weit man ist, bekommt ein paar Top-TMs am Weg und natürlich ordentlich viel Sternenstaub. Und am Wochenende wird noch in der kompletten Jahreszeit Krypto Arktos auftauchen. Solltet ihr also die 37 anderen Male verpasst haben, wo Krypto Arktos im Raid war, dann könnt ihr das an den kommenden Wochenenden nachholen. Aber ich denke mal, naja, eigentlich war ja die ursprüngliche Ankündigung, dass wir in der kompletten Season Krypto Zapdos bekommen. Doch das hat irgendjemandem bei Niantic anscheinend nicht gefallen. Naja, das war wohl eher ein Schuss in den Ofen, wie Team Rocket sagen würde. Und hier dann auch noch alle Pokémon in den Biomen von der Season Reichlich Abenteuer. Ohne Event? Viele Entwicklungen. Das fällt mir nun schon länger auf. Ich habe lauter Starterentwicklungen wie beispielsweise Impergator, Logok und Co. gefangen. Ein paar Schlurp waren dabei, Chanera, Hytera. Ohne Event waren sogar für mich gefühlt die Pokémon manchmal spannender. Okay, dann wisst ihr nun Bescheid. Am wichtigsten finde ich persönlich wirklich die Forschung für den Meisterball. Holt euch den auf jeden Fall auch abholen, nicht vergessen. Nicht einfach nur fertig machen. Das ist eine befristete Forschung, die muss man auch noch abholen. Oh, Spieletrend. Oh.
Und dann habe ich noch endlich einen Viridium Raid bei windigem Wetter gefunden. Den möchte ich euch nicht vorenthalten. Eine Raidstunde haben wir am Mittwoch noch mit Viridium und danach ab Donnerstag Cobalium. Auch schon in Shiny verfügbar, auch gut in der Hyperliga. Genau, windiges Wetter mit Mega Rayquaza. Da kann man auch ultra, ultra knapp mit Ausweichen und so weiter ohne Wetterboost schaffen. Aber das wollte ich nicht tun, weil wir kennen das mittlerweile mit den Heilungen. Und dann wird die Ladeattacke wieder gut geschrieben. Und die Sofortattacken stimmen nicht so ganz. Das macht die, ja, so einen Solo-Raid, die Herausforderungen da immer etwas schwieriger. Doch da hatte ich echt mal wieder Bock drauf und hat wirklich mit einem gesunden Abstand am Ende dann noch gepasst. Perfekt, das Pokémon wurde gefangen. Ich glaube, mit Rayquaza muss ich dann wieder häufiger als Kumpel rumlaufen, sodass ich die Mega-Energie sammle, weil, ja, mit dem Teil kann man schon mehr anstellen. So oft sehe ich Mega Rayquaza bei Pokébattler in irgendeinem Ranking, obwohl die Typen nur neutral sind, beispielsweise, einfach weil Mega Rayquaza an sich schon so stark ist. 1500 Mega Energie habe ich aktuell. Ja, das sollte schon reichen. Ein paar Mal werde ich irgendein Shiny dann noch als Kumpel nehmen. Und eine Sache habe ich noch vergessen. Die, ja, ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber die Team Go Rocket Spezialforschung, die kann man auch nur noch in dieser Season bekommen, hat Niantic gesagt. Und natürlich macht ihr danach einfach mit der nächsten weiter, sobald ihr irgendwann mal erscheint. Doch die aktuelle bekommt ihr dann nicht mehr. Wenn ihr die aktuelle schon habt, dann müsst ihr die nicht fertig machen. Die trägt den Namen Showdown im Schatten. Momentan haben wir Krypto-Regigigas bei Giovanni. Aber seid ihr noch bei einer davor, macht die fertig, holt euch Showdown im Schatten und die könnt ihr dann gemütlich angehen. Na gut, dann raus mit euch, Giovanni kloppen oder Viridium oder mir völlig egal. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen.